So. Und jetzt werden wir rasieren, überschütteln, den Rasierschaum. So, wo ist die Rasierklinge, beziehungsweise nicht die Klinge, das Rasiermesser mit Klinge, oder? Nein, Arsch. Nein, das ist die alte. Nein, das ist die alte, das. Achso, da ist es. Wieder drauf. So, jetzt kann ich das nur mehr aufmachen, da sind nämlich die neuen Rasierklingen drinnen. Freue mich schon, weil die, die haben mir aufgekommen als Muster, ne? Dass ich weiß, wie die ausschaut, ne? Was ich mir kaufen müssen im Drogeriegeschäft. Ne? Und jetzt habe ich es, aber ich weiß nicht einmal, eigentlich weiß ich es nicht, ob das wirklich die gleichen sind, da, da drinnen sind, wie die da ist. Das ist ja wurscht, das geht noch nicht, das muss man rein schon. Nein, wird nicht gescheit fahren, der Scheißdreck. Das gibt es ja nicht. So, jetzt muss ich das aufmachen. Das Scheiße. Erstes. Das ist nicht die Arschloch-Verpackung. Sie sagen, diese Verpackungsingenieure. Diese Verpackungserfinder da. Ich bin leppert, das Wasser habe ich auch schon. Na immer den Rasen. Ja, ich komme von der Hobby, ich will mir das ein Rendezvous in zwei Stunden. In einem netten Lokal im ersten Bezirk. In einem Alpiner Kaffeehaus und ich bin rasiert durch auftauchen bei, bei meiner neuesten Flamme. So, jetzt da muss ich mir ein bisschen, das muss ich ein bisschen buddhistisch machen, muss ich in mich kehren, weil sonst da oh, wäre zum, weiß nicht, zum Monster. Wo steht da drauf? Nirgends ein Hinweis, wie du das aufkriegst. Nirgends ein Hinweis, müsst ihr mal reingehen. Der hat das erfunden, ich weiß nicht, was da drinnen. Das ist ja nicht irgendwo eine Kriegswaffe oder weiß ich nicht, eine Selbstmordbombe oder was. Da weiß ich nicht, aber das ist ja nichts. Alter, hör auf den Scheiß her, das gibt's ja nicht. Ich hab jeden der Scheiß. Los da rein. Das wird auch nicht was. Das werde ich ja nicht aufregen. Du hast schon einen roten Kopf. Hilft nichts. Arsch, das ist nicht... Ah, wo ist die? Ah, da wär schau. Da wär schau. Da bin ich her. Du bist ein Dreckschau, du. Ich schneide den Dreck, du. Ach, den... Scheiß, Dreck. Huren Dreck verschissen, ne? Ah, da drinnen. So ein kleiner Scheiß in so einer großen Schopfer. So einem großen... So einem großen... verdammten... Plastik-Scheiß drinnen. Auf sich kriege ich es auch nicht gescheit. Nein, das ist nicht gescheit. Scheiß drin! Warte mal, das ist gut. Ist da was drin? Ah, da war nichts mehr drin. Ich schau an. Scheiß drin, so. Nein, das ist überhaupt die. Das sind ja gar die gleichen. Alter, was hab ich da gekauft? Das ist schon ganz deppert. Weil das muss dann mit dem, das ist auch so eine alte Gegner. Die muss ich dann, das ist ein eigenes Unterfangen, weil da musst du hinten drauf, du kannst schon ein bisschen aus wie so ein, weiß nicht. Wie das, wie ein Auge von einem Alien, ne, irgendwie. Das muss dann so aussehen, das traue ich mir gar nicht, weil sonst kriege ich es nicht mehr zusammen, dass ich die Neiche reinkriege, ne. Das ist ja wurscht. Jetzt ist es immer kalt, ich bin arisch, was soll denn das? Wasserverbeugung. Nein, jetzt muss ich, nein, ich muss ruhig bleiben. Ich muss dort auftauchen bei meinem Rendezvous in dem Kaffeehaus. Die glaubt, die ist aufgerissen, wie man es angesprochen habe auf der Straße. Ich weiß nicht, ob es kommt, aber ich glaube, zu 80% kommt sie. Ich glaube, sie bin so ein gelassener, lässiger, zurückhaltender, so ein bisschen ein Richard Gere-Typ, so, eben so ein Hollywood-Liebhaber-Typ, der was immer zur rechten Zeit nichts sagt, aber irgendwie vielwissend lächelt, sie anschaut, sie irgendwie begehrt, auch mit, nur mittels Blick nicht zu viel, ne? Nicht mit gleich hier signalisieren, dass du einen Steifen hast, schon seit zwei Stunden, egal. Ne? Und das muss ich halt ein bisschen Ruhe bewahren, weil rasieren muss ich mir jetzt da. Wie soll ich mir rasieren? Das Wasser, hier, nicht hart, der scheiß Boller, beziehungsweise der Wasserspeicher, muss hier sein. Muss ich mal rausschauen, Moment, ich komme gleich. Das geht nicht scheiß, der Scheißspeicher schon wieder weg, das gibt's ja nicht.